Es ist Samstag, der 11. April 2015. Dies ist ein Interview von unser Politikblog. Mein Name ist Volker Reusing. Heute sind wir beim Bundesparteitag der Ökologisch-Demokratischen Partei in Dietzenbach in Hessen und ich spreche mit Herrn Jürgen Osterlinger. Guten Tag, Herr Osterlinger. Ja, hallo, Herr Reusing. Herr Osterlinger, Sie haben einen Antrag gestellt, wo es um eine Resolution geht, die die ÖDP beschließen soll zum NATO-Austritt. Warum wollen Sie raus aus der NATO? Ja, warum wollen wir raus aus der NATO? Ich glaube, die NATO hat sich gewandelt von einem reinen Verteidigungsbündnis nach dem Zweiten Weltkrieg hin zu einem aggressiven Angriffsbündnis. Und wir sind ja Zeugen gewesen die letzten 15 Jahre, beginnend mit dem Jugoslawien-Überfall bis über Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen. Jetzt ist Ukraine quasi im Visier. Und ich denke, das passt zur ÖDP, wenn wir Wege suchen, die zum Frieden führen, die dem Guten dienen und nicht dem Völkerrecht widersprechen. Und ich halte die NATO einfach für eine aggressive Struktur, die dem Imperium dient. Und die NATO-Mitgliedschaften, die sind überwiegend, ich sehe sie so als Vasallen. Und ich trete mehr für eine Neutralität ein, nach Schweizer Vorbild. Österreich ist auch neutral. Ich stehe ein für eine, oder ich würde werben schon für eine Verteidigungsbereitschaft, aber ich stehe nicht für eine aggressive Kultur der Ressourcen des Imperiums und der Ressourcenvereinnahmung. Dieser Wandel für der NATO zu einem eher militärisch aggressiven Bündnis. Sie haben jetzt verschiedene Länder genannt. Kommen wir vielleicht erstmal auf das konkrete Verhalten zu sprechen. Welches Verhalten jetzt der NATO meinen Sie? Welches konkrete Verhalten? Na ja gut, dann nehme ich es halt nochmal her. Also ein Überfall von NATO-Ländern, geführt in der Regel von USA, auf souveräne Staaten ohne UNO-Beschluss oder unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, wie jetzt zum Beispiel beim Irak, Massenvernichtungswaffen wären da. Ich denke, das sollte uns zu denken geben, dass wir sowas nicht unterstützen. Und wir als Deutschland unterstützen das, wir sind Mitglied. Beim NATO-Krieg hat Deutschland vor allem durch Logistik, durch Nachschubwege das auch aktiv unterstützt und ich denke, das ist dann Komplizenschaft. Sie meinen jetzt zum Beispiel die Flugzeuge, die im Irakkrieg 2003 von deutschem Boden aus gestartet sind? Genau, richtig, genau. Und also ich sehe auch mit großer Sorge das Erodieren der internationalen Standards, des Völkerrechts, der Charta der Vereinten Nationen, die mit Füßen getreten werden. Und ja, ich trete ein, dass wir diese Normen einfach ernst nehmen. Und ein Signal wäre, wenn Deutschland austreten würde und eben einen Schritt hin zu einer Überwindung der militärischen Denke dann einleiten. Ich glaube, gerade bei Jugoslawien, ich glaube, beim Kosovo war die NATO ja noch deutlich stärker involviert, ohne dass die UNO da einen Beschluss gefällt hatte. Und bei Libyen 2011 gab es ja einen Beschluss des UNO-Sicherheitsrats, aber es war hoch umstritten, ob die Voraussetzungen gegeben waren, Gefährdungen internationaler Sicherheit oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So viele Tote gab es ja, glaube ich, noch gar nicht, als der Beschluss gefällt wurde. Genau, und es wurde ja missbraucht eigentlich, dieser UNO-Beschluss zum Sturz von Gaddafi. Und Russland und China haben das ja im Nachgang bedauert und haben da ja einen entsprechenden ähnlichen Beschluss gegen Syrien verhindert. Ja, also es gibt sehr viele Belege und wenn ich zum Beispiel, wo informiere ich mich? Wenn man sich nur mit den Leitmedien informieren lässt, dann denke ich, kommt man eher zu der falschen Annahme, dass wir zu den Guten gehören. Glauben leider immer noch viele. Eine Informationsquelle ist zum Beispiel der Willy Wimmer. Der war für die CDU lange im Bundestag, parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium.
gibt sehr viele Beiträge in YouTube, oder der Schweizer Historiker und Friedensforscher und Energieforscher Dr. Daniel Ganser, der auch ein, denke ich, ganz gutes Buch geschrieben hat über Geheimarmeen der NATO in Europa. Und das öffnet eigentlich den Blick für das, was hinter der NATO steht und für was die NATO steht. Und da möchte ich nicht dabei sein. Dr. Ganser hat ja auch geschrieben, mit den Geheimarmeen der NATO, die ja eigentlich dafür da waren, wenn wir vom Ostblock besetzt wären, dann dazu Sabotageakte zu machen und die wieder zu vertreiben, die aber auch für andere Zwecke zweckentfremdet worden sind. Zum Beispiel False-Flag-Operationen, die man natürlich immer macht, um eigentlich ein falsches Bild zu erzeugen in der Öffentlichkeit. Ja. Sie haben in dem Antrag auch die NATO-Strategie angesprochen, das strategische Konzept, wo ich mir nicht ganz sicher bin, inwieweit Sie sich jetzt auf 1999 oder 2010 beziehen und was sind da Ihre Hauptpunkte, die Sie an dem strategischen Konzept kritisieren oder für unvertretbar halten? Also nach meinen Informationsquellen ist es so, dass die NATO ihre Doktrin geändert hat, ich glaube das war 1999, eben hin zu einem Angriffsbündnis mit Präventivkriegen, mit Verantwortung übernehmen und so weiter unter vorgeschobenen Gründen, Demokratie und Menschenrechte und so. Und natürlich im Hintergrund natürlich nur dienend den strategischen Machtansprüchen des Imperiums und der Sicherung der Nachschubwege oder der Versorgungswege. Und ich denke, wir brauchen genau das Gegenteil. Wir brauchen eine Politik, die das überwindet, die auch andere Länder nicht ausbeutet, wo man auf Augenhöhe mit anderen Ländern dann agiert, leben und leben lassen. Und wir brauchen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die NATO jetzt verkörpert. Jetzt gibt es ein Urteil, was die Linken mal erstritten haben, als das NATO-Konzept 99 kam. Und das Verfassungsgericht hat Ihnen interessanterweise in der Sache Recht gegeben, aber dann doch anders entschieden. Sie haben gesagt, das NATO-Konzept 99 darf kommen, weil Sie haben so begründet, dass doch der Nordatlantik-Vertrag so vom Rang über dem Konzept steht und der Nordatlantik-Vertrag sich ausdrücklich der UNO-Charta unterordnet, die ja ein Angriffskriegsverbot hat und das Grundgesetz verbietet es ja auch. Reicht das als Sicherheit, so nach dem Motto, egal was ihr in euer strategisches Konzept schreibt, man darf es doch nur so weit anwenden, wie Grundgesetz und UNO-Charta es erlauben? Reicht das, warum, als Argument dafür in der NATO zu bleiben? Oder warum, wollen Sie trotzdem raus? Da möchte ich trotzdem raus. Also ich denke, die NATO hat durch die militärische Stärke die Deutungshoheit. Die kann die Dinge so deuten, dass sie in ihrem Sinne richtig sind. Ich glaube, wir sollten die Standards, Sie eben erwähnen, Standards ernst nehmen und auch die nachvollziehbaren Interessen, zum Beispiel Russlands, auch wirklich ernst nehmen, die wir nicht ernst genommen haben jetzt durch die NATO-Osterweiterung in den letzten 15 Jahren. Ich denke, dass die Kriegsgefahr in Europa, die wächst. Und ja, Ukraine, da sind wir jetzt wieder am Scheideweg. Ne? Wo geht's hin? Die NATO ist massiv am Zündeln und Russland, denke ich, das ist nachvollziehbar, dass sich die da wehren. Ne? Die wollen keine Truppen unmittelbar an der russischen Grenze. Woran machen Sie bei der Ukraine das Zündeln fest? An welchen Handlungen vor allem? An welchen Signalen? Ja, das... Oh, jetzt geht's noch los. Man muss ja die Vorgeschichte zum Putsch auch sehen, wie das gelaufen ist. Die Ukraine wurde vor die Wahl gestellt, entweder NATO, entweder EU oder Russland. Und das, denke ich, war schon mal ein Fehler. Dann hat man den Putsch natürlich auch mit entsprechenden Scharfschützen, denke ich, mit eingeleitet. Und die Newland, also da gibt es ja verschiedene Verstrickungen des Westens, der Geheimdienste, die diesen Putsch erneut auch in Gang gesetzt haben. Neben den anderen orangenen Revolutionen. Also da hat die westliche Seite massiv ihre Finger im Spiel. Und also wir sind da keine neutralen Beobachter eines unguten Geschehens, sondern wir sind aktiv Zündler und wir sollten wirklich die nachvollziehbaren Interessen von Russland zum Beispiel berücksichtigen. Das würde natürlich ein starkes Signal setzen, wenn Deutschland in der Situation aus der NATO austritt und sagt, wir machen das, was da an Eskalation passieren kann, nicht mit.
Wenn Deutschland jetzt neutral werden sollte, ich meine, Österreich ist militärisch bei der EU zum Beispiel auch mit drin, die Schweiz ist ja militärisch wirklich ziemlich neutral. Wer sorgt denn dann für unsere Sicherheit? Ja, für unsere Sicherheit müssen wir ein Stück weit selber sorgen. Ich denke, wenn wir Gerechtigkeit walten lassen und niemand betrügen oder eben durch unsere ungerechten Wirtschaftssysteme ausbeuten, dann haben wir auch nichts zu befürchten. Auf der anderen Seite ist es auch so, wo passieren Kriege, da wo Ressourcen vorhanden sind, wo Energiequellen da sind. Da sind wir jetzt Gott sei Dank auch nicht so gesegnet, dass wir da aufpassen müssten, dass wir überfallen werden würden. Auf der anderen Seite müssen wir für unsere Sicherheit selber sorgen. Wir sollten, ähnlich wie die Schweiz auch früher das stark war, eine wehrhafte Demokratie sein, die glaubhaft eine defensive Abschreckkultur hat, solange man das noch braucht. Ich würde mir auch wünschen, auch das wird man mal nicht mehr brauchen, aber dafür würde ich schon einstehen und das müssen wir selber machen. Wie sehen Sie die Organisation der Blockfreien? Wäre das vielleicht die Zukunft Deutschlands? Könnte sein, ja. Kann ich jetzt gar nicht weiter... Das heißt, das würden Sie offen halten, das wollen, wie die weitere Zukunft da aussieht, aber erstmal eine Situation haben aus dem militärischen Verbund, aus der NATO raus, dass wir eine neutrale Rolle wie die Schweiz einnehmen können. Da würde ich gerne mit ähnlichen Organisationen, ähnlich Denkenden auch diskutieren und nach Wegen suchen, wo denn ein guter Platz sein kann außerhalb der NATO. Auf jeden Fall, da möchte ich nicht mehr drin sein. Ne? Weil ich das eher für verbrecherisch halte, was da so passiert gegen die Menschheit, gegen die Zukunft. Ist nicht enkeltauglich, Mitgliedschaft in der NATO. Vielen Dank.